Mein Name ist Annika Hoffmann und ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne seit 6 Jahren in Rostock, komme aber gebürtig aus Schleswig-Holstein. Die Diagnose Multiple Sklerose habe ich mit 20 Jahren erhalten im Mai 2014. Damals konnte ich meinen Fuß nicht mehr richtig heben und die Diagnose wurde zum Glück relativ schnell gestellt. Dennoch habe ich jeden Tag mit meiner Krankheit zu kämpfen, denn ich leide ganz stark an Fatigue und bin deshalb auch seit 2015 berentet. Als ich 2014 an Multipler Sklerose erkrankt bin, war ich noch mitten in einer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und musste diese dann leider abbrechen. Mein Leben war damals natürlich ganz schön auf den Kopf gestellt und ich habe mich zusammen mit meiner Mama entschlossen, der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft beizutreten. Ich habe damals Unterstützung, Akzeptanz und Halt gesucht und habe das auch gefunden bei der DMSG. Im Jahr 2015 hat sich dann die junge MS-Gruppe Rostock Multipler Spaß gegründet und wir waren damals 4 bis 5 Mitglieder, also nicht besonders viele. Im Jahr 2017 habe ich dann die Leitung dieser Gruppe übernommen und seitdem sind wir tatsächlich auf fast 30 Mitglieder angewachsen, was mich natürlich sehr stolz macht. Natürlich habe ich nicht von Anfang an akzeptiert, dass ich jetzt plötzlich krank bin und Rente bekomme. Ich war damals erst 21 Jahre alt. Musik war schon immer ein großer Teil in meinem Leben und ich wollte, als ich schon berentet war, ich glaube 2 Jahre später, mich auf ein Gesangsstudium vorbereiten. Das ist aber leider gescheitert, wegen meiner Fatigue, wegen meiner schnellen Erschöpfbarkeit und wegen meiner Konzentrationsprobleme. Mittlerweile konnte ich mich mit der Situation allerdings sehr gut arrangieren. Erfüllung finde ich einerseits im Gesang. Ich habe immer noch Gesangsunterricht, singe in Chören mit, habe Auftritte. Also die Musik habe ich nie aufgegeben. Andererseits geben mir natürlich meine Familie und meine Freunde sehr viel Halt und ich unternehme da auch sehr viel. Viel Halt bekomme ich aber auch durch meine ehrenamtliche Arbeit bei der DMSG als Gruppenleiterin. Dabei spielen einerseits das Wissen darum, dass man etwas Gutes tut, eine Rolle, aber auch die Dankbarkeit der Teilnehmer und natürlich der Gruppenzuwachs, der einen Gruppenleiter natürlich jedes Mal stolz macht. Zuwachs erhält die Gruppe unter anderem durch den Blog, den ich führe. Dieser Blog enthält alle wichtigen Informationen über unsere Gruppe, enthält ganz viele Bilder und auch Berichte über vergangene Treffen. Wir treffen uns übrigens jeden dritten Samstag im Monat in verschiedenen Lokalitäten in Rostock. Herausforderungen in meinem Alltag sind einerseits, sich eine feste Tagesstruktur zu geben und das im Alltag umzusetzen. Denn wenn man einen Job oder eine Ausbildung hat, wird einem ein Gerüst vorgegeben, nachdem man handeln muss. Also man steht zu einer bestimmten Zeit auf, man schläft zu einer bestimmten Zeit, man weiß, man muss jetzt aus dem Haus. Und wenn man eben Rentner ist, dann ist dieses Gerüst nicht da und man muss sich selber motivieren, diese Dinge zu tun. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Die zweite Herausforderung ist das liebe Geld. Natürlich bekommt man als Rentnerin nicht besonders viel davon. Man kann davon leben, aber wenn es darum geht, Dinge zu ersetzen wie die Waschmaschine oder so, dann guckt man schon in die Röhre. Zum Glück habe ich eine Familie, die mich dabei unterstützt und deshalb fehlt es mir zum Glück an nichts. Was ich auch schwierig finde, ist, neuen Menschen zu erzählen, dass ich Multiple Sklerose habe und Rentnerin bin. Denn ich sehe mit 26 Jahren natürlich noch nicht so aus, als wäre ich schon Rentnerin. Und dass ich krank bin, sieht man mir auch nicht unbedingt an. Und das überrascht meinen Gesprächspartner natürlich jedes Mal ziemlich. Und manchmal möchte man einfach nicht, dass das Gespräch in eine solche Richtung läuft. Wenn ich einen Wunsch an meine Mitmenschen mitteilen dürfte, würde ich mir wünschen, dass die Menschen dankbarer sind für das, was sie haben. Es wird nämlich oft vergessen, was man schon alles hat. Man strebt dann eher nach Dingen, die man eben noch nicht hat. Ich kann aus eigener Hand sagen, dass man sich sehr viel glücklicher fühlt, wenn man kleine Dinge zu schätzen weiß.